Ja, hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Inner World 2 mit mir, dem Underwater Frank. Ja, wir sind hier gerade aus der Versteinerung. Achso, wir sind jetzt gerade mit dem Vogel hier. Hier können wir den Spieler wechseln. Und wir sind gerade auf. Hat uns unser Freund Huck aus der Versteinerung befreit. Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir da rüberkommen. Da unten scheint ein Weg lang zu führen. Okay. Ich bräuchte eine Leiter. Okay, er braucht eine Leiter. Hier ist der Ausblick auf die Stadt. Da hinten ist ein Dorf. Dort treffe ich sicher hilfsbereite, nette Asposa. So, was haben wir denn hier? Den können wir nicht anklicken. Hier ist ein Schild. Können wir auch nichts machen. Hier ist schwere Baumfrucht. Gucken wir mal, die greifen können. Damit warte ich, bis meine Arme dreimal so lang sind. Dann nehmen wir mal hier den Vogel und hacken mal hier auf die Baumfrucht. So, jetzt haben wir... Jetzt speichert er hier nochmal. Wir gehen mal wieder auf Robert. Nehmen jetzt mal die Baumfrucht hier. Für irgendetwas ist das sicher gut. So, jetzt haben wir eine Baumfrucht. So, was haben wir denn hier noch? Hier haben wir noch ein Versteinerungsauge. Da kommen wir auch nicht ran. Das ist so hoch. Hier haben wir die Tür. Ich möchte keinen Ärger. Okay, kein Ärger. Versuchen wir mal, ob wir hier die Auge rausnehmen können. Er verschluckt es. Er spuckt das wieder aus. Was haben wir denn? Wir haben jetzt die Stein, die Baumfrucht. Die können wir mal eigentlich mal da reinlegen. Warum sollte ich das tun? Nee, will er nicht. Will er nicht. Hier haben wir noch einen Stoßzahn. Einen Stoßzahn. Jetzt können wir doch bestimmt das damit benutzen. Erinnern mich an Hammer und Meißel. Nee, da kommen wir jetzt erstmal nicht. Ich glaube, hier diese Früchte. Hier haben wir noch. Genau, ich probiere mal hier den Stoßzahn. Das brauche ich dringender als Sie. Okay. Haben wir hier noch? Können wir hier noch irgendwas anklicken? Entsteinerungsauge. Auslöser. Gucken wir mal, ob wir mit dem Vogel hier den Auslöser nochmal hacken können. Oha, das ging hier an die Fahnen. Okay. Okay, nehmen wir nochmal Robert. Mal Robert. Hier können wir nur schieben. Ha, Mist! Er ist zu biegsam. Gucken wir mal, ob wir den Stoßzahn hier benutzen können. Damit bekomme ich den Fahnen. Schade. Sonst auch irgendwas? Ich guck mal gerade, wenn wir jetzt hier alles drücken, dann sehen wir das ja, was wir alles machen können. Machen wir nochmal hier den Vogel im Entsteinerungsauge. Er schluckt das jetzt. Jetzt spuckt der andere das aus. So, und jetzt probieren wir nochmal mit Robert. Jetzt hier was greifen können. Ich guck mal, was können wir noch anklicken hier. Oben haben wir noch eine Tür. Hier haben wir noch eine Pflanze. Hacken wir nochmal auf die Tür hier. Naja, da passiert gar nichts. Die Pflanze können wir nochmal hacken. Ah, müssen wir erstmal die Tür aufmachen. Kriegen wir gar nicht auf. Sonst hätten wir hier das Wasser da reinspritzen können. Aber ich glaube, das brauchen wir auch gar nicht mehr. Hier oben könnten wir jetzt wegen Tipps gucken. Na, wir gehen nochmal auf Robert. Um das nochmal zu greifen. Dann spuckt er das wieder aus. Aber wir können hier vielleicht das Auge nochmal anpieken. Gucken wir mal, ob wir das jetzt rauskriegen. Jetzt haben wir hier nochmal ein Entsteinerungsauge. So, und jetzt gucken wir mal, was jetzt passiert, wenn wir jetzt eins greifen. Könnten wir jetzt eigentlich so ein Versteinerungsauge uns ja jetzt nehmen. So. Jetzt können wir das da wieder reinsetzen. Aber dann bräuchten wir noch ein zweites Auge. Jetzt können wir eigentlich dem... Wie machen wir das jetzt?
wie machen wir das jetzt? Ich probiere das mal zu kombinieren. Warum sollte ich das tun? Das war doch jetzt geraten, oder? Probier mal, ob wir dem Vogel das jetzt geben können. Was meinst du? Bisher kommen wir doch gut voran. Osan. Wie kombinieren wir jetzt was? Das ist jetzt die Frage. Wir könnten jetzt hier so eine schwere Baumfrucht, aber die kriegen wir ja gar nicht. Können wir die mit dem benutzen? Auch nicht. Hier die Spalte. Wenn wir jetzt da die Baumfrucht reinlegen? Auch nicht. Okay. Den Stoßzahn, wenn wir den da reinlegen? Auch nicht. Schüttelt in meinen Kopf. Probieren das mal mit ihm nochmal. Ach doch. Der Stoßzahn sitzt locker in der Spalte im Boden. So, und jetzt? Vielleicht die Baumfrucht? Erscheint logisch. Ich bräuchte nur noch einen Grund, das zu tun. Jetzt haben wir den Stoßzahn, haben wir da schon mal drinne. Müssten wir nochmal gucken, ob wir das Auge da oben reinkriegen. Damit warte ich, bis meine Arme dreimal so lang sind. Ich versuche mal mit dem Vogel, da jetzt das reinzumachen. Und jetzt vielleicht das andere Auge auch nochmal greifen. So, und jetzt machen wir... Jetzt müssen wir den erstmal nach da unten. Dann greifen wir erstmal das. Ah ne, wir müssen das da unten greifen. Jetzt haben wir, glaube ich, einen Plan. Und der schluckt das jetzt runter. Und jetzt machen wir den da rein. Jetzt gehen wir mit Robert. Und greifen uns das Versteinerungsauge. So, jetzt haben wir wieder den Vogel. Packen wir das Auge da rein und drücken auf den Auslöser. Auslöser. Oh, jetzt haben wir eine Leiter. Robert, wir haben eine Leiter. So, dann sind wir jetzt hier gleich weg. So, dann mal los. Ich bräuchte eine Leiter. Wir haben noch eine Leiter. Das ist mir zu wackelig. Der Stoßzahn steckt nur lose im Spalt. Okay. Vielleicht kann ich damit den Stoßzahn fester in den Boden klopfen. Ja, dann mach doch mal. Oh, 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 jetzt fällt das gleich ab hier. Oh. LOL. Einfach weg. LOL. So, jetzt sind wir, glaube ich, im nächsten Kapitel. Jetzt kommt, glaube ich, eine Sequenz. Puh. So, holla, die Waldfee. Was für ein Auftritt. Wo bin ich? Ich fass es nicht. Vor mir steht der Thronerbe. Ich wusste, ihr würdet wiederkommen, euer Gnaden. Wegen dieser ganzen Thronsache. Ihr seid es. Ocario Boe Tonalis Septiman. Ja, das... Aquatromanius Pianoforte Ritardando. Robert reicht eigentlich. Staccateo, Flöter der Nase, Wächter des Nordens, des Throns und Oberorchester Blasmusikant der Vier Winde. Sehr gut. Das reicht. Der Dritte. Wow, du bist es wirklich. Finde Robert schöner. Du kannst ruhig Robert sagen. Alles klar, euer Gnaden. Ich bin Libretta. Aber du solltest vorsichtig sein. Wer eine Flötennase hat, ist nicht mehr sicher. Setz lieber einen Nasenschoner auf. Danke. Ich werde vorsichtig sein. Nasenschoner. WTF. Ich kann nicht glauben, dass du vor mir stehst, euer Gnaden.
Ich kannte dich schon, als du noch ein Baby warst. Ein ziemlich hässliches, wenn ich das mal so sagen darf. Was ist denn in den letzten 3 Jahren passiert? Ich habe alles gezeichnet. Einer musste doch festhalten, was wirklich passiert ist. Falls es uns einmal, naja, nicht mehr gibt. Weißt du noch? Du hast uns alle gerettet. Und ich dachte, jetzt wird alles gut. Aber dann warst du plötzlich weg. Und dann kam er. Die Leute dachten, wir wären die Bösen und dass wir die Basilen beschworen hätten. Und Conroy im letzten heldenhaften Kampf gegen uns gefallen wäre. Aber Conroy hat die Basilen gebaut. Erzähl das denen. Wir sind jetzt die Mörder Conroys und böse Basilenbeschwörer. Steile Karriere. Was? Ja, sie denken, Conroy hätte sie die ganze Zeit vor uns beschützt. Einige konnten fliehen. Den Rest haben sie auf den Händen davongetragen. Seitdem, es ist so still. Überall wehen rote Fahnen. Wir sind nirgendwo mehr sicher. Ich bin hier nicht sicher, ihr seid hier nicht sicher. Also gibt es noch Flötennasen, die frei sind? Sie halten sich versteckt? Das hoffe ich zumindest. Ich habe von den anderen seit Jahren nichts gehört. Du hast nicht zufällig meine kleine Schwester gesehen? Ich bin alles, was sie noch hat. Nein, es tut mir so leid. Aber mach dir keine Sorgen, Libretta. Es gibt eine Prophezeiung. Die Sage vom Einklang? Ja, genau. Ich muss nur den letzten Windmönch finden. Dann kommt alles wieder in Ordnung. Ich muss auf die andere Seite Asposiens. Okay, hier fährt eine Seilbahn. Aber die ist schon lange kaputt. Ach, es gibt nichts, was man nicht irgendwie reparieren kann. Und dann können wir beide abhauen. Ich wusste, du würdest uns helfen. So, jetzt haben wir hier unser... Müssen wir uns erstmal hier so ein kleines Nasentuch kaufen hier, damit wir uns hier zur Seilbahn, damit wir unsere Nase verstecken können. Ich guck mal gerade, was gibt's hier alles. Hier oben ist der Vogel. Ich würde sagen, wir nehmen erstmal den Vogel. Plakat, das können wir erstmal abmachen. Plakate oder Schilder abnehmen ist in Asposien verboten. Oha, okay. Wir sollten besser keine Aufmerksamkeit erregen. Oh, er ist hier, glaube ich, einer von den Bösen. Herumhacken hat noch Anzeigetafel. Gucken wir mal hier, Wollmaus. Hack aus! Das hast du bestimmt von Laura. Oh, lol. Lol. Na gut, danke. Jetzt haben wir hier kleine Wollmaus. Mit Libretta? Nee, machen wir mal mit Robert. Libretta reden. Gucken wir nochmal. Hallo? Hallihallo, euer Gnaden. Wähle ein Gesprächsthema, um darüber zu sprechen. Dann haben wir hier Windmönch, Robert, Seilbahn, Postkarten. Kennst du dich eigentlich mit Windmönchen aus? Gute Frage. Ich habe nie aufgepasst, wenn es um diesen Kram geht. Aber ich glaube, sie kommen aus den Bergen. Sehr gut. Es gibt nämlich die Prophezeiung. Du meinst die Sage vom Einklang? Ich habe immer gedacht, es geht dabei um den einen, der die Flötennasen und die Asposa in, nun ja, Einklang bringt. Genau. Es handelt sich dabei um den letzten Windmönch. Na fein. Wenn du das glaubst, glaube ich das auch. Woher kennst du überhaupt meinen Namen? Ich kannte ihn bis eben selber nicht. Erkennst du mich denn nicht? Ich bin deine Cousine, Libretta Celeste Arioso. Du bist meine Cousine? Ja, du hast einen ganzen Haufen Tanten, Onkels und Cousins und Cousinen. Und das sind nur die Bulls. Dann gibt es noch die Ariosos, die Menuetinis, den Clan der Sarabande und die Basses. Außerdem... Wo sind denn alle hin? Also die meisten? Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Ich bin geflohen, nachdem sie die ersten mitgenommen haben. Aber nun bist du ja wieder da.
gibt es nicht vielleicht eine Art Ersatz, König? Du hattest keine Geschwister. Geht nicht eine Tante? Oder warum machst du es nicht? Nein, tut mir leid. Es muss jemand aus deiner direkten Blutlinie sein. Oh, hast du vielleicht ein Kind? Ich glaube nicht. Obwohl, ich weiß es nicht. Hab kurz vor meiner Versteinerung ein Mädchen geküsst. Oh mein Gott, vielleicht mein Vater. Ich bin keine Expertin, aber ich glaube, das kann nicht sein. Oh, stimmt. Sie war ja versteinert. Lol. Halte dich bereit für die Flucht. Ich muss nur irgendwie die Bahn reparieren. Dann kommen wir hier beide weg. Alles klar. Oh, ich bin schon ganz gespannt auf den Rest der Welt. Du weißt nicht zufällig, wie man so eine Seilbahn repariert? Hast du mal mit dem Typen auf dem Dach der Wollmausschiererei geredet? Er war der Seilbahnführer. Vielleicht kann er euch ja helfen. Ja, da fragen wir doch gleich mal nach. Ich sag dir Bescheid, sobald ich die Bahn repariert habe. Egal, was du tust, beeil dich. Deine Ankunft hat hier für Aufsehen gesorgt. Oh, oh. Das sind aber schöne Postkarten. Danke. Ja, ich war schon immer ziemlich talentiert. Ich habe früher auch viele der Dynastieporträts gemalt. Jetzt male ich vor allem Blumen, Babys und Landschaften. Wie schön. Ja, aber am besten bin ich immer noch im Fälschen. Was? Na, du weißt schon. Ausweise, offizielle Dokumente, Geld, solche Sachen. Oh, da kann sie uns bestimmt behilflich sein. Ich habe mal ein komplettes Testament gefälscht. Eintrittskarten und Siegel kann ich auch, sind aber irgendwie fast zu leicht. Lol. Meine Güte. Ja, ich arbeite gerade an meinem neuen Projekt. Conroys Tagebücher. Warum fälschst du denn Sachen? Ist nur so ein Hobby von mir. Außerdem habe ich damit schon ein paar Flötennasen geholfen, die auf der Flucht sind. Leider kann nicht jeder seine Nase so gut verstecken wie wir beide. So, dann sind wir hier erstmal fertig. Warum hängt hier eigentlich überall rot? Das haben die Conroyalisten hier aufgehängt. Oh Mann, für eine Sekunde habe ich gedacht, ich hätte Conroys Namen gehört. Ja, richtig gehört. Wegen des angeblichen Mordes an diesem Bastard werden wir ja verfolgt. Lol. Ach du meine Güte. Ja, weil wir angeblich Conroy ermordet haben, der angeblich die Basilen besiegt hat, die wir angeblich heraufbeschworen haben. Köstlich. Die Leute denken wirklich, dass wir die Basilen auf alle losgelassen haben? Ja, keine schöne Geschichte. Ha, und wir dachten erst, hey, endlich entsteinert. Und Okarios Sohn hat uns gerettet. Juhu, alles wird gut. Wir geben uns zu erkennen. Neues Zeitalter. Aber dann? Wo warst du eigentlich die letzten 3 Jahre, euer Gnaden? Wo, warst du denn die letzten 3 Jahre? Hier. Oh. Ich habe Postkarten gemalt. So, jetzt sind wir, glaube ich, wirklich Warum fertig. Warum bist du so lange unentdeckt geblieben? Ach, was soll ich sagen? Die Leute, die zu mir kommen, wollen vor allem ihre eigenen Gesichter malen lassen. Für die Malerin interessiert sich keiner. Soll ich ein Bild von dir malen? Conroy hat mal ein Bild von mir malen lassen. Dafür ließ er mich 12 Stunden lang stillsitzen. Oh nein. Ich wette, jetzt kommt irgendwas Trauriges. Er ließ nur meine Flötennase malen. Er hat das Bild in meinen Verschlag gehängt und meinte, es soll mich stets daran erinnern, dass ich niemals zu den normalen Asposern gehören werde. Was für ein Monster! Ach, naja, es war ja nur zu meinem Besten. Du warst ihm verdammt lange ausgesetzt, nicht wahr? 15 Jahre, 8 Monate, 3 Wochen und 4 Tage. Wieso? Oh, einmal müssen wir noch. Wir müssen uns bedeckt halten. Ja, das wäre ratsam. Ich habe gesehen, wie ein paar abtransportiert wurden. Es wird Zeit, hier abzuhauen. Die Luft wird für unseresgleichen immer dünner. So, jetzt sind wir komplett fertig. Okay, danke. Kein Ding, euer Gnaden. Mal ein bisschen um. Mal hier die Tür. Von innen verschlossen. Okay. Der Eingang zur Schererei. Plakat. Plakate oder Schilder abnehmen, aber eine der Heftzwecken ist lose. Die gehört jetzt mir.
So, haben wir schon mal eine Heftzwecke. Hier ist noch ein Denkmal. Eine Miniatur vom Windbrunnen. Komplett mit den alten drei Windmönchen. Das sind Pandur, Maleus und Conroy. Denkmal, Lautsprecher. Ah, der scheint mit der Schererei verbunden zu sein. Ein Schererei-Lautsprecher. Okay. Ich kann doch nicht fliegen. Das kann hier bleiben. Gucken wir unseren Vogel noch mal kurz hier. Herumhacken hat noch keinen zum Reden gebracht. Eine ganze Menge Wollmäuse. Das nennt man in der Fachsprache einen Kuschelhaufen oder auch eine Flauschalation. Geil. Krawallig noch eins. Nimm die Pfoten da raus. Gucken wir, ob wir mit ihm hier aussprechen können. Der Mann wartet auf die Lore. Hallo? Wer da? Ich hab dich hier noch nie gesehen. Du bist doch wohl keine Tröte? Nein, ich bin nur Robert. Wenn das mal nicht noch schlimmer ist. Was willst du hier, Bengel? Oh oh, oh oh. Hier hängen eine Menge Plakate gegen Flötennasen. Ja, das war die Bruderschaft der Conroyalisten. Die letzte Bastion gegen die Flötennasen, zu der ich selbstverständlich gehöre. Und ich habe den Anstecker, um es zu beweisen. Eine hübsche Brosche. Brosche? Männer tragen keine Broschen. Das hier ist ein Anstecker, ein Symbol. Ein Symbol für was? Den Bund der Conroyalisten unter Emil. Oh, bitte nicht. Seit wann hat Conroy denn Fans? Früher haben ihn alle gehasst. Er konnte machen, was er wollte. Die Leute haben nicht auf ihn gehört. Stimmt genau. Einer der verkanntesten Staatsmänner unserer Zeit. Was zur Hölle ist in den letzten 3 Jahren passiert? Ich kann nicht glauben, dass die Leute jetzt Fans von Conroy sind. Ich kann nicht glauben, dass es jemals nicht so war. Zum Glück hat Emil die Wahrheit ans Licht gebracht. Wer ist dieser Emil? Der Retter der einfachen Leute. Das ist ein Guter. Der sagt, wie es ist. Der hat dafür gesorgt, dass hier nicht alles den Bach runtergegangen ist, nachdem sich Conroy für uns alle geopfert hat. Lol. Hat das Ruder übernommen, bis Conroy wiederhergestellt ist. Nein, das darf nicht passieren. Es hat ewig gedauert, ihn kaputt zu... Du hast mich umgebracht, Robert. Du bist ein böser Novize gewesen. Was wolltest du sagen? Nichts, nichts. Was macht ihr da? Ich schaufel die Wollmäuse in die Loren. Wozu? Damit sie was von der Welt sehen. Lol. Oh, wie nett. Eine Wollmaus müsste man sein. Den ganzen Tag Lore fahren. Keine erstickende, bleischwere Verantwortung. Wo fahren sie denn hin? In die Fabrik. Da werden sie geschoren und dann fahren sie wieder raus aus der Fabrik. Und dann? Fahren sie wieder rein. Und dann? Wirklich? Macht euch die Arbeit hier Spaß? Nein, ich würde lieber auf dem Hintern durch Glasscherben rutschen. Oh. Das Einzige, was das hier erträglich macht, ist die Mittagspause. Okay. Wann ist die denn? Die wird von der Vorarbeiterin in der Schererei durchgesagt. Warum macht ihr nicht einfach so Pause? Bist du verrückt? Wo kommen wir denn dahin? Das wäre Anarchie. Nein, mit der Pause muss man warten, bis die Vorarbeiterin sie ansagt. Wie wird man eigentlich Wollmaus-Schaufler? Naja, ich habe den Job von meinem Vater geerbt. Wieso? Willst du mir meine Arbeit klauen? Ihr habt doch eben gesagt, ihr hasst den Job hier. Das ist nicht der Punkt. Außerdem gibt's ja immer noch die Mittagspause. Wenn nur langsam mal die Durchsage der Vorarbeiterin kommen würde. Ich glaube, die Durchsage werden wir dann machen. Hey, wisst ihr etwas über die Seilbahn? Was gibt es da zu wissen? Das alte Ding ist kaputt, seit dem Unfall. Es gab einen Unfall? Ja, der Verrückte, der die Bahn gesteuert hat, ist hier noch auf dem Dach der Schererei.
Meiner Meinung nach hat der Typ ja eine Schraube locker. Wegsperren sollten sie den. So, dann haben wir noch hier den Windmönch. Wisst ihr zufällig etwas über den letzten Windmönch? Ja, ich weiß alles über Conroy. Ich habe gleich nach Conroys Fall seine offiziellen Memoiren gelesen. Das meinte ich eigentlich nicht. Aber soweit ich weiß, hatte Conroy nur ein Tagebuch. Ganz genau. Emil hat dafür gesorgt, dass es der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde. Emil. Stand da vielleicht was über selbstgebaute Götter drin? Nein, aber es steht die Wahrheit über die Tröten drin. Tröten? Na, du weißt schon, Junge. Die Leutchen mit ihren komischen Instrumentennasen. Ich gebe zu, es ist kein nettes Wort, aber es passt. Stand in dem Tagebuch, der Biografie, zufällig was darüber, wo die Windmönche genau herkamen? Gibt es vielleicht eine Adresse? Ja, na klar. Windmönchkloster 14 bis 17b, Ecke Heiligenallee. Oh, wirklich? Danke. Ich wusste ja gar nicht, dass es eine richtige Adresse gibt. Es gibt natürlich keine Adresse, du Schwachkopf. Die Augen hier. Sag mal, bist du in einer Höhle aufgewachsen? Wenn ihr damit einen Ort ohne Licht und ohne Hoffnung meint, dann ja. So, jetzt sind wir hier durch. Auf Wiedersehen. Wohlan, wohlan. Oben was haben soll wir noch das was? Überhaupt bedeuten? So, was haben wir hier oben noch? Gucken wir mal. Hier haben wir noch eine Anzeigetafel. Hier haben wir wieder einen Stoßzahn. Und hier haben wir noch eine Wollmaus. Die nehmen wir auch mal mit. Jetzt haben wir zwei Wollmäuse. Gucken wir mal, ob wir hier ist die Flagge. Die lassen wir, glaube ich, mal hängen. Gucken wir mal hier in den Laden rein. Ah, ein neues Gesicht in der Stadt. Wie schön. Willkommen in Emil, sein Bruder, sein Kramladen. Als Begrüßung gibt's gratis von mir die Wollinger Wundertüte mit ausgesuchten lokalen Spezialitäten. Danke. So, ich würde mal sagen, sammeln wir mal hier. Ne, den Schwamm muss man bestimmt kaufen. Ei im Kranz. Ja, schöner Laden. Wie es dann weitergeht, erfahrt ihr in der nächsten Folge. Und danke fürs Einschalten und dann tschüss. Thank you.